temple. Escapism in the pre-apocalyptic era. Hallo und willkommen zu dem Podcast im Schatten. Dies ist eine weitere Folge von The Deep im Tempel, Eskapismus in der präapokalyptischen Ära. Hier erwartet dich eine weitere Dosis Weltflucht, Kunst, Misanthropie, Melancholie und Depolarisation im Zeitalter des Homo economicus cretinus. Auch heute wird es um Film, Album, Comic und Buch gehen, stets darauf bedacht, für dich neue geistige Räume zu erschließen, fern des kommerziellen und ideologisierten Mainstream-Geplappers. Film Talk. Let's pick a movie apart and geek out about it. Der Film, über den ich sprechen möchte, hat ein eher seichtes Sujet. Es ist eine typische Coming-of-Age-Geschichte über junge Menschen und ihre Mühen, Liebesbeziehungen zu erhalten und neue zu knüpfen. Und ich muss gestehen, dass mich Coming-of-Age-Geschichten nie so richtig interessiert oder zumindest gefesselt haben, ungeachtet dessen, dass sie so untrennbar von der Literatur- und Filmgeschichte sind. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich schätze, mein persönlicher Widerspruch besteht darin, dass ich es als Kind und Teenager gehasst habe, jung zu sein und grundsätzlich keine besonders wohlwollende Erinnerung an meine eigene Jugend habe, doch zugleich bin ich auch von dem George Bernard Shaw Zitat beseelt, das da besagt, die Jugend ist vergeudet an den Jungen. Ich habe zu wenig Geduld, mir das Treiben von adoleszenten Dummköpfen anzusehen. Und mal ehrlich, der Grund, weshalb das Thema Coming of Age heute so populär in TV-Serien ist, hat vielleicht damit zu tun, dass es leichter ist, eine verwobene, in die Länge gezogene Geschichte zu schreiben, die auf dummen Fehlentscheidungen basiert, als auf klugen. Und hat man erstmal eine Story um eine Horde Teenager oder 20-jährige, testosterongeladene, amerikanische Fatzkes mit schlechtem Kleidergeschmack, schreiben sich die Drehbücher wie von allein. Denn in der Gegenwart basieren so viele Serien auf dem ständigen Bauen von Verlängerungen und Hindernissen, um die Story in die Länge zu strecken und möglichst eine nächste Staffel genehmigt zu bekommen. Und das geht dann mit Teenagern kinderleicht, weil sie, zumindest gemäß den Drehbuchautoren, auf laufendem Band ständig nur Scheiße bauen. Doch das führt an dieser Stelle etwas zu weit und es wäre von meiner Warte aus sichtlich absurd, das Bildungs-, Reifungs- und Coming-of-Age-Thema kategorisch abzulehnen. Ich fühle mich davon nur nicht angezogen, von einem Klassiker wie 2 Jahre Ferien von Jules Verne mal abgesehen. Ich habe auch nichts dagegen, wenn eine Story minderjährige Protagonisten besitzt, solange es eben keine nervigen, aufdringlichen Idioten sind, deren einzige Funktion im Drehbuch darin besteht, den erwachsenen Protagonisten unnötige Steine in den Weg zu werfen und ihre Aufgaben zu erschweren, damit es eben mehr Handlung gibt. Aber genug davon. Wahr ist, dass ich mir in der Liste meiner Lieblingsfilme durchaus auch mal einen Film kultiviere, der sich eben mit Adoleszenz und den emotionalen Beziehungsproblemen junger Leute beschäftigt. Im Englischen nennt man das dann wohl Guilty Pleasure. Ein Ausdruck, der sich nicht wirklich kompetent ins Deutsche übersetzen lässt. An dieser Stelle hier ist es der in 2006 von Sean Ellis gedrehte Film Cashback. Ein Streifen, der vermutlich genauso gut unter der Kategorie Rom-Com laufen könnte. Und wie gewohnt lese ich mal die Rückseite der DVD-Box mal vor und den dort stehenden Teaser. Verzaubernde Romantikkomödie über die Kunst, die Liebe in den versteckten Sekunden des Lebens zu finden. Nach der schmerzvollen Trennung von seiner Freundin Susie leidet der Kunststudent Ben unter Schlaflosigkeit. Um die Zeit in den schlaflosen Nachtstunden totzuschlagen, beginnt Ben nach dem Motto »Ich gebe 8 Stunden, die geben mir Geld« in einem Supermarkt zu arbeiten. Dort lernt er einen bunten Haufen verschiedenster Charaktere kennen, die mit ihren eigenwilligen Späßen die Kunst besitzen, die öde Nachtschicht zu überbrücken. Bens Kunst besteht darin, sich vorzustellen, die Zeit stehe still. So kann er die Schönheit der eingefrorenen Welt, mit deren Menschen studieren, vor allem die hübsche Kassiererin Sharon, die vielleicht die Antwort auf Bens Schlaflosigkeit weiß.
Darunter kann man sich ja auch erstmal nicht so viel vorstellen, aber das liegt manchen Teasern auf der Rückseite von DVD-Boxen irgendwie so inne. Der Regisseur Sean Ellis erschafft hier geradezu ein kleines Wunder, finde ich, denn obwohl dies sicherlich kein Film mit einem großen Budget war, sieht man hier jeden Cent auf der Leinwand. Der Film besticht mit einer teilweise surrealen, symbolischen, doch stets extrem sinnlichen Ästhetik. Neben den großartigen Einstellungen gibt es intelligente Szenenübergänge. Der Film bedient sich einer hervorragenden Bildersprache. Und so kann man relativ schnell das triviale Sujet vergessen und sich visuell dem eigentlichen Thema dieses Films widmen, einer Meditation über den Male Gaze. Denn im Mittelpunkt dieses Films steht die Ästhetik des weiblichen Körpers. Insbesondere durch die Augen des etwas melancholischen Protagonisten Ben, der sich einbildet, dass er nur mit seiner Kraft der Gedanken die Raumzeit stoppen kann. In dieser gefrorenen, erstarrten Welt kann allein er sich dann bewegen. Und wozu benutzt er diese angebliche Superkraft? Nun, er zieht Frauen aus und schaut sie sich nackt an. Weil mal ehrlich, das ist vermutlich die einzige Superkraft, die es bringt. Der Male Gaze, also der männliche Blick auf Frauen, ist heute sichtlich verpönt. Gerade im Feminismus beschreibt dieser Begriff nicht nur die unterste Schublade dieses Phänomens, also die Halbstarken an der Straßenecke, die lüstern einer Frau nachpfeifen. Nein, der Begriff des Male Gaze beschreibt das grundsätzliche kulturelle Paradigma, dessen Prinzip den Mann zu dem schauenden Subjekt und die Frau zu dem betrachteten Objekt macht. Ich persönlich fand die philosophischen Fundamente dieser ganzen Idee des Male Gaze recht sandig und schwach, aber es ist ein Diskurs, der uns tief in die Grundlagen der menschlichen Psyche führt. Ich kann schon verstehen, dass in einer postmodernen oder poststrukturalistischen Welt der Gedanke naheliegt, die grundsätzlichen Unterschiede zwischen der männlichen und weiblichen Psyche sind nur eine bigotte Illusion. Doch das ist eine wirklichkeitsfremde Ignoranz, die außer Acht lässt, dass wir es mit Gehirnen zu tun haben, die schon lange vor ihrer Geburt in einem spezifischen Mix aus neuronaler Chemie und Hormonen geradezu gebadet wurden, was sich sichtlich in eine etwas weniger greifbare psychologische Welt überträgt. Mit anderen Worten, die männliche und weibliche Psyche gleichzusetzen oder anders gesagt, die Existenz signifikanter Unterschiede zwischen der weiblichen und männlichen Psyche für nichtig und non-existent zu erklären, ist nicht haltbar. Dahinter verbirgt sich viel mehr Ideologie als eine echte naturwissenschaftliche oder kulturelle Erfahrung. Und das bedeutet wiederum nicht, dass die männliche und weibliche Psyche phänomenologisch zwei vollkommen isolierte Zustände darstellen, ohne jegliche Deckungsgleichheit. Das wiederum hieße, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Auf der anekdotenhaften Ebene finden sich mehr als genug Beispiele für allerlei Überlappungen und Vermischungen. Ich habe durchaus Frauen gekannt, die sich mit Enthusiasmus die derbsten und schrägsten Pornofilme angeschaut haben. Zwar glaubt man es erst dann so richtig, wenn man dieses Phänomen mit eigenen Augen sieht, doch es ist eine weitere Realität in dem großen anthropologischen und soziologischen Puzzle. Ohnehin kollabiert das feministische Argument gegen den Male Gaze insbesondere deshalb, weil es zu viele Frauen gibt, die sich gerne anblicken lassen. Diesen Verrat müssen die Frauen unter sich austragen. Aber ich würde mal sagen, dass das die eine Schlacht ist, welche die Feministinnen nicht gewinnen können. Denn gerade jene Frauen, die mit einem Erscheinungsbild auf die Welt gekommen sind, welches männliche Blicke anzieht, tun sich schwer damit, den naturgegebenen Evolutionsvorteil einfach so zu übertünchen, sich sozusagen kultursozial burkisieren zu lassen. Und ja, Burkisierung ist kein echtes Wort, das habe ich mir gerade ausgedacht, angelehnt an das Wort Burka, wie auch immer. Das ändert natürlich nichts daran, dass der Male Gaze stets etwas gewaltoffen ist. Aber damit sind wir auch wieder zurück zu Kamil Palia, die schon immer gesagt hat, vergesst niemals, dass Sexualität gefährlich ist. Dieser Versuch, uns alle ideologisch zu kastrieren, ist eine interessante Fantasie, vermutlich nicht wirklich lebbar. Natürlich brauchen wir eine Kultur und innerhalb dieser Kultur muss eine Ethik vorherrschen. Und diese Ethik sollte ausreichend beschreiben, welche Berührungen okay sind und welche Blicke okay sind.
Somit kann ich mich nicht mit der, sagen wir mal, postmodernen Idee anfreunden, den männlichen Blick von jeglichem Kontext zu entkoppeln und demselben Atemzug zu bannen und zu verteufeln. Und ja, mir ist schon ganz klar, dass ich ein relativ erbärmliches Verständnis des Begriffes postmodern habe, aber das ist eine Thematik bei mir, an der ich noch arbeite. Eine geschlechterspezifische Psyche mag ja ein profanes Konstrukt der Gehirnchemie sein, aber es erzeugt eindeutige Phänomene. Dazu gehört die kollektive Wahrnehmung, dass weibliche Körper sehenswerter sind als männliche Körper. Und erneut, dies ist keine Zone mit scharf gezogenen, diskreten Abgrenzungen. Natürlich lassen sich anekdotenhaft tausende Beispiele von Frauen anführen, die sehr gerne Männern hinterherblicken, männliche Hintern gerne anschauen, vielleicht ganz banal einfach Männer mit athletischen Körpern und Muskeln mögen. Somit mag diese Idee, dass der weibliche Körper visuell sehenswerter ist als der männliche Körper, lediglich eine subjektive neurochemische Hybris sein und niemand stellt das in Abrede. Aber selbiges ließe sich von der Liebe sagen oder von jeglichem Altruismus. Die meisten von uns sind sozusagen in einer Weise im Gehirn verdrahtet, dass wir den Anblick eines weiblichen nackten Körpers als makelloser empfinden als den Anblick eines männlichen Körpers. Eine in sich ruhende Wirklichkeit ist das freilich nicht. Aber das ließe sich nur über ganz wenige Sachen sagen, die unser Bewusstsein so produziert und projiziert. Doch all das, abgekürzt als reinen Sexismus abzutun, ist nicht überzeugend. Und dieser Film ist eben nicht sexistisch, auch wenn das sehr viele Kritiker behauptet haben. Außer man betrachtet ihn durch das Mikroskop eines außerordentlich verklemmten Menschen. Hinzu kommt, dass dieser Film, der übrigens mehr eine Komödie ist als sonst etwas, sich auf die Spur der Männlichkeit begibt. Und diese Männlichkeit wird hier teilweise erfolgreich dekonstruiert und dem Spott preisgegeben. Das ist aber auch ein altes Phänomen desselben Themas, die Rückseite derselben Münze. Mit dem Gedanken des sehenswerten weiblichen Körpers geht stets auch der Gedanke an eine etwas groteske männliche Psyche einher. Jene, die Geschichten über den männlichen Blick erschaffen, haben zumeist keine Mühe, die Beobachter häufig als alberne Gestalten zu hinterfragen und sich sozusagen selbst auf die Schippe zu nehmen, sich die Blöße des Humors zu geben. Das scheinen dann die Kritiker allerdings nicht mehr zu sehen. Sie starren eben auf die Labia einer Frau oder auf ihren Busen und schreien Sexismus. Und obwohl ich der Meinung bin, dass der männliche Blick aus der heterosexuellen Neurochemie und somit kulturellen Phänomenologie nicht wegzudenken ist, ist es natürlich wichtig, dass die Brisanz und Gefahr des Blicks vor allem dadurch entschärft wird, dass wir uns dabei nicht zu ernst nehmen. Denn natürlich, der männliche Blick kann sich gefährlich anfühlen. Somit tut dieser extrem ästhetische und erotisch unmissverständliche Film gut daran, den voyeuristischen Aspekt seiner Handlung in eine Komödie einzubetten. Natürlich kann man damit nicht alle befriedigen und die Kritiker schreien dann nicht mehr nur Sexismus, sondern Sexismus mit flachen Witzen. Doch Filme sind nicht dafür da, alle glücklich zu machen. Sie sind in ihrem innersten Wesen tief selektiv. Album Review. Heute möchte ich mal über ein Album aus Deutschland sprechen, von einer der wichtigsten deutschen Bands, Tangerine Dream. Hierbei handelt es sich um das 1978 erschienene Album Cyclone. Ich kann mich eindeutig nicht als Tangerine Dream Experte bezeichnen, denn um das zu sein, müsste man ein sehr umfassendes Wissen rund um ihre Musik haben. Und ich kenne letztendlich höchstens 10 Alben von ihnen. Aber wenn ich mich nicht irre, hat diese Band gut 60 Alben herausgebracht, eine Zahl, die fast alle in den Schatten stellt. Der Stil der Band hat sich durch die Jahrzehnte hindurch durchaus stets geändert. Begonnen mit einem experimentellen Freeform-Sound, den man heute gerne als Proto-Ambient bezeichnet und der seinerzeit eher unter dem Gesamtbegriff Krautrock lief. Doch die Band mutierte nach einigen Jahren in einen deutlich funkigeren Sound und wurde zu einem Meilenstein der sogenannten Berliner Schule, nur um später Anleihen bei Progressive Rock Ambient zu nehmen. Letztendlich gehörten sie auch zu den zentralen Ideengebern der EDM und des elektronischen Beats. Denn ungeachtet all der Permutation dieser Band, die eine zentrale Komponente, die stets erhalten blieb, war natürlich der Synthesizer.
Ebenso dürfen auch nicht die unzähligen Film-Soundtracks vergessen werden, die die Band umgesetzt hatte. Das Album Cyclone repräsentiert die Band in einer speziellen Zeit, in der die Gruppe einen recht starken Prog-Rock-Vibe besaß und zugleich ihren Kurs zügig in Richtung eines atmosphärischen, treibenden Elektro-Sounds nahm, der dann bei den kommenden Alben wie Force Majeure und White Eagle deutlich zum Tragen kam. Doch Cyclone hat allerlei eigenwillige und teilweise unikate Momente. Das vierköpfige Line-Up zu diesem Zeitpunkt bestand aus natürlich dem Mastermind von Tangerine Dream, Edgar Froese, an den Synthesizern, am Mellotron, am Moog Synthesizer und auch an einigen elektrischen und akustischen Gitarren. Da ist natürlich Christopher Franke, ebenfalls am Moog Synthesizer, an Musiksequenzern, Mellotrons und allerlei elektronischen Spielsachen. Dann ist dort Klaus Krüger, der überwiegend Percussions, Trommeln und Schlagzeug gespielt hat. Und Steve Jolliffe, der für Gesang zuständig war, für Flöten, Piccolo-Flöten, Klarinetten, Klavinetten, ebenfalls Synthesizer, aber auch Pianos, Fender Rhodes, elektrische Pianos, eine elektrische Violine, Hörner, Soprano-Hörner und vieles mehr. Dies ist Steve Jolliffes einziges Album mit der Band, obwohl er ganz am Anfang eigentlich schon mal ganz lose in der Band dabei war und Cyclone eigentlich seine Rückkehr markiert. Dieses Album ist sichtlich von ihm beeinflusst. Tangerine Dream wäre nicht die Band, die ihn einfach nur als den sich zurückhaltenden Sideman an Bord genommen hätte. Seine breit gefächerten musikalischen Fähigkeiten sollten hier vollständig abgeschöpft werden und so spielt er auf dem Album mindestens ein Dutzend Instrumente. Eröffnet wird das Album durch das 13-minütige Opus Band Cold Sidewalk und hier repräsentiert Tangerine Dream sich in ihrer eklektischsten Phase. Die Musik oszilliert mühelos zwischen einer grandiosen Prog-Rock-Hymne, einer elektronischen Exkursion, jazzigen Anlehnungen und einem experimentellen Vokalpart, den man vermutlich irgendwo in der Hemisphäre von Fourth World Music ansiedeln würde. Ohnehin darf man nicht vergessen, dass Tangerine Dream eine instrumentale Band war und ist und dass man Alben mit Gesang oder Vocals auf einer Hand abzählen kann. Cyclone ist eines dieser Alben. Rising Runner Mist by Endless Sender ist das einzige kurze Lied hier mit 5 Minuten Länge. Es ist ein richtiger Song mit Vers und Refrain, gesungen von Steve Jolliffe. Das Lied hat eine unruhige, nervöse Art. Es ist nicht unbedingt ein großartiger Song, aber auf seine eigene Art und Weise schwört sich das Lied auf den damaligen Zeitgeist ein, den Post-Punk und in Deutschland die neue deutsche Welle. Natürlich mit einem etwas schrägen, geradezu opernhaften Tangerine Dream-Touch. Die B-Seite des Albums beinhaltet nur einen Track, das über 20 Minuten lange Madrigal Meridian. Hier begeben wir uns allerdings tief in das klassische Tangerine Dream Territorium. Dieser großformatige Track ist eine elektronische Expedition, vielleicht in die Tiefen des Weltraums. Madrigal Meridian liefert einen intensiven, dringlichen Electro-Sound ab, dessen fieberhafter Drall für keinen Augenblick nachlässt. Um die 12. Minute herum packt der Multi-Instrumentalist Steve Jolliffe sogar eine elektrische Violine aus und liefert ein Solo ab, das teils mysteriös und teils elegisch klingt. Ermüdungserscheinungen treten hier nicht auf und das ist sichtlich auch ein Teil der Tangerine Dream Formel. Man würde ja meinen, 20 Minuten in diesem Trab sollten nach einer Weile zu viel des Guten sein, doch die Zeit verfliegt hier wie im Flug. Und dieses ganze Stück hat sichtlich etwas von einem Flug und bei der 15. Minute versickern plötzlich die Rhythmen und es bleibt eine atmosphärische Landschaft übrig, die sich dann langsam in nichts auflöst. Ich liebe Alben mit nur 3 Tracks. Cyclone ist ein großartiges Album, das ich empfehlen kann. Zugleich ist es auch nach Tangerine Dreams eigenen Maßstäben etwas idiosynkratisch, was es zusätzlich interessant macht. Dies ist eine Band, die im Grunde nie etwas falsch machen konnte. Und ich weiß ganz genau, dass das eine Band ist, die ich bis an mein Lebensende studieren werde. An Material mangelt es da nicht. Enter the comic zone. Let's talk about my favorite comics. Beim Thema Comics möchte ich ebenfalls bei dem Stichwort Guilty Pleasure verharren. Ich möchte über eine Serie sprechen, die sichtlich charmant und kurzweilig ist,
aber auf jeden Fall ohne Tiefgang und ohne sozialökonomische oder politische Botschaften auskommt. Und dies bringt uns in Berührung mit einer zentralen europäischen Figur, wenn es um Mainstream-Comics geht, Jean Van Am. Und die Serie, die ich hier unter die Lupe nehmen möchte, ist Lady S. Diese Serie ist vorrangig eine Zusammenarbeit zwischen Van Am mit dem großartigen Zeichner Philippe Aimon. Doch damit fangen die Probleme schon an. Denn mir ist gänzlich klar, dass man einerseits Jean Van Am gerne bescheinigt, seine Comics-Skripte sind ein wenig anämisch und besitzen keine der Eigenschaften, die der moderne Comics allzu gerne ausspielt. Diese sind lediglich spannende, verschlungene Stories aus der Welt von Geheimdiensten und Profikillern und reichen Leuten. Da ist keine Sozialkritik und da ist keine tiefere philosophische Botschaft vorhanden. Und Aimon, dessen Stil ich sehr gerne mag, könnte sich vermutlich die Kritik anhören, dass er keinen richtigen Stil hat, denn sein Zeichnen ist tief im realistischen Handwerk angesiedelt und offenbart damit keine der typischen Manierismen und künstlerischen Eigenheiten, die man heute von einem Comics häufig erwartet. In gewisser Weise ist die Zusammenarbeit zwischen Aimon und Van Am außerordentlich harmlos und brav. Und das ist etwas, das jeder für sich selbst beantworten muss. Manchmal ist es eben aufregend, einen Comic zu lesen, dessen visuelle Tonart etwas Extremes und Ausgefallenes hat. Doch es gibt auch eine Zeit des Eskapismus und darin dominiert eben der realistische Zeichenstil. Hierbei zeichnet Aimon sehr deutlich eine Lean Claire, jedoch sind seine Wurzeln eben nicht im Cartoon oder der Karikatur, wie bei den meisten berühmten Lean Claire-Zeichnern, sondern im Bereich des realistischen Illustrators, der 4 Jahre lang an der Pariser Kunsthochschule absolvierte und abschloss. Lady S ist eine moderne Abenteuergeschichte um eine Osteuropäerin, die in den Trümmern der späten Sowjetunion aufwuchs, den Tod ihrer Eltern durch den KGB erleben musste, mit Hilfe eines jungen Gauners in den Westen fliehen konnte und sich als Teenager im Süden Frankreichs durchschlug als Diebin und Trickbetrügerin, bis sie durch gewisse Umstände zu der Adoptivtochter eines amerikanischen Diplomatenpaars wurde. Doch diese abenteuerliche Biografie führt natürlich auch dazu, dass sie unentwegt von den Schatten der Vergangenheit eingeholt wird und sich unentwegt anpassen und reagieren muss. Zugleich wird sie, eigentlich basierend auf einer Erpressung, von einem ominösen internationalen Geheimdienst rekrutiert und muss für diese Organisation Spionageakte ausführen, die ihr gerade unter dem Schutz ihres diplomatischen und nichtswissenden Adoptivvaters gut gelingen. Lady S erschien hier in Deutschland zuletzt bei dem großartigen Al-Verlag in Form von 3 dicken Integralausgaben, die im Anhang auch umfassendes Zusatzmaterial präsentieren mit viel Einblick in die Zusammenarbeit zwischen Van Am und Aimon. Diese 3 dicken Bände enthalten alle 13 Abenteuer von Shania Rifkas alias Lady S, vormals beim französischen Dupuis Verlag erschienen. In Deutschland erschienen diese Geschichten auf Fortsetzung seinerzeit beim Mosaik Steinchen für Steinchen Verlag in der Zack-Edition. Doch ich glaube, die letzten 2 Stories, die 12. und 13., waren in Deutschland seinerzeit nicht mehr erschienen. Hier in diesem Konvolut haben sie also eine Premiere. Interessant ist auch, dass ab der ungefähr 10. Geschichte sich Jean Van Am aus dem Projekt ausgeklinkt hatte und Philippe Aimon übernahm im Alleingang das ganze Projekt. Da gehen bei mir manchmal die Alarmglocken an, denn es ist meine Erfahrung, dass nicht jeder großartige Zeichner gut daran tut, seine eigenen Skripte und Geschichten zu schreiben. Doch in diesem Fall merkt man kaum eine Veränderung, geschweige denn ein Nachlassen der Qualität. Aber die jahrelange Arbeit mit Van Am hatte dem deutlich jüngeren Zeichner vermutlich einiges über Storytelling gelehrt und so stinken die späteren Episoden eindeutig nicht ab. Natürlich könnte man sich an der Idee abarbeiten, dass Shania Rifkas keine sehr tiefe Gestalt ist. Man könnte ihr bescheinigen, dass sie etwas eindimensional ist. Doch das könnte man ebenso über James Bond sagen. Dies ist eben reiner Eskapismus, reine Unterhaltung. Es sind spannende Geschichten aus der Welt der Geheimdienste und einer etwas beschönigenden Sicht der Vereinigten Staaten von Amerika. Wer sich allerdings mal aus den Belangen der Welt ausklinken möchte und dazu ein Vehikel sucht, das dazu verhilft, die Dinge da draußen für eine Weile zu vergessen, der ist mit dieser Serie sehr gut beraten. Für mich besteht der
größte Reiz dieser gesamten Reihe in der authentischen Darstellung der Locations. Viele der Geschichten spielen sich quer durch Europa ab, in Paris, in Brüssel, in Straßburg, in Deutschland, in Italien, in England, später dann auch in den USA und in Lateinamerika. Doch gerade die europäischen Locations sind charmant, denn man spürt sogleich, dass Aimon sich da mit einer Digitalkamera bewaffnet ins Auto gesetzt hatte und etwas Location-Scouting betrieben hat. Denn viele der Straßen und Fassaden fühlen sich an, als wären sie detailtreu der Wirklichkeit entnommen. Und das sind sie auch, zumal ich durchaus die eine oder andere Ecke erkannt habe. Und das gibt diesen Geschichten eine besondere Strahlkraft, diese geografische und kulturelle Treue. Gerade weil sich diese visuelle Leinwand hervorragend dazu eignet, dich auf Reisen zu nehmen, während du dich in spannenden Spionageplots verwickelt wiederfindest. Wer also mal Auszeit nehmen will oder vielleicht gesundheitsbedingt gezwungen ist, paar Lebensrunden auszusitzen, der ist mit diesen drei Bänden sehr gut beraten. Zum Schluss noch eins. Ich hatte geglaubt, dass mit den 13 Episoden dieses Abenteuer abgeschlossen ist, doch in Wirklichkeit sitzt Philippe Aimon bereits an einer 14. Story. Soweit ich gehört habe. Umso besser. Words is Tessera. The look through the kaleidoscope. Ich habe in vergangenen Folgen dieses Podcasts deutlich gemacht, dass ich es für wichtig erachte, dass wir hier in diesem abgeschiedenen, gänzlich ignorierten Programm ein wenig dazu neigen sollten, verfilmte oder kontroverse Literatur zu lesen. Dies ist als eine Übung zu verstehen. Was wird dabei geübt? Nun, es geht darum, den eigenen Geist etwas zu reinigen und von Vorurteilen zu befreien, die in unserer Kultur und in der Welt da draußen extrem salonfähig geworden sind. Es sind die ewigen Vorwürfe der Kontaktschuld und einer gnadenlosen Ideologisierung der Freiheit. Freiheit ist, dass wir lesen können, was wir wollen. Alles andere ist keine Freiheit, sondern nur das Geschwafel von Leuten, die autoritär sind, aber wissen, dass sie ihren Trickbetrug nur dann abwickeln können, wenn sie fadenscheinige Pseudofreiheiten den Leuten in den Rachen rammen. Und da wir weitgehend eine infantile Kinderzivilisation sind, kann diese Art von Gängeln und diese Art von Bevormundung auch gelingen. Die Idee ist dabei einfach. Sei vorsichtig, womit du in Kontakt trittst, denn dieser Kontakt allein macht deutlich, dass deine Gedanken unrein sind und dass du zu einer Randgruppe gehörst. Doch ich behaupte, wenn wir heute einen ultrasozialistischen Text gemeinsam lesen, können wir noch immer eine Wahrnehmung der Inhalte haben, wir können uns über die Details amüsieren, doch wir werden morgen trotzdem nicht als Bolschewiken wiedergeboren. Und wenn wir übermorgen den Text eines faschistischen Philosophen lesen, zum Beispiel Julius Evola, dann bedeutet es nicht, dass wir bereits im Begriff sind, Nazis zu werden, nur weil wir von irgendeinem Detail fasziniert oder amüsiert sind. Abgesehen davon, dass niemand aus dem Vakuum heraus zum Nazi wird, da braucht es schon identitätsstiftende Erlebnisse kultureller Prägung, da braucht es eben einen Maidan-Putsch. Und das könnte man so weiterführen. Wirtschaftslehren, Antifaschismus, Fringe-Theorien. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich kann mir durchaus ein Buch über altes Ägypten reinziehen, das irgendeine exzentrische Theorie zu belegen versucht und kann dies als eine kurzweilige Lektüre genießen. Ich bin deshalb nicht ab nächster Woche ein fanatischer Anhänger dieser These. Und diese Art von Befreiung finde ich wichtig und diese Art von Befreiung ist übbar. Das ist also dieser neue, ungesunde Aspekt der Identitätspolitik, der in der ständig projizierten Idee besteht, dass wenn du dich mit etwas beschäftigst, das mir nicht gefällt, muss ich gar nicht wissen, was deine Motive sind, was dein eigener Kontext zu dem Thema ist. Das allein, dass du dich damit beschäftigst, macht für mich deutlich, dass mit dir etwas nicht stimmt. Vielleicht muss man dich einfach canceln. Nun, ich habe mich zum Glück selbst gecancelt und die Dampfplaudern der Social Media gehen mir am Arsch vorbei, sie sind nur Geister für mich, Gespenster. Die Welt ist kompliziert und faszinierend und es sind die Miesemacher unserer Ära, die der Meinung sind, dass unsere Freiheit bei der Wahl der Lektüre zu weit geht und dass es dringend nötig ist, dass jemand die Rolle eines staatsübergreifenden Kurators übernimmt, der für uns die Vorauswahl trifft, damit wir nicht zufällig etwas missverstehen.
Vorzugsweise ein privater Konzern mit undurchsichtigen Verbindungen zur Regierung. Wir Kinder, welche ständig der Führung bedürfen. Der Führung irgendeines reichen Arschlochs in einem 2000-Euro-Anzug, welchen er sich vermutlich aus GZ-Gebühren bezahlt hatte. Fuck this. Und deshalb möchte ich heute mal eine Passage von Georg Grodek lesen. Grodek war ein Pionier der Psychoanalyse und ein Zeitgenosse Freuds und Jungs. Sein Text »Das Buch vom Es, psychoanalytische Briefe an eine Freundin« erschien 1923 und beschäftigt sich mit möglicherweise dem kontroversesten Thema des gesamten feministischen Diskurses, den Vergewaltigungsfantasien von Frauen. Zugleich gelang es Grodek stets auch einen gut lesbaren, allgemeinverständlichen Schreibstil anzuwenden, was sichtlich provokant ist, denn es liegt nahe, dass die meisten Verfasser gerade bei dieser Thematik lieber in einem extrem wissenschaftlichen, kryptischen Vokabular Schutz gesucht hätten. Doch nicht Grodek. Er benutzt eine intime, vertrauliche Briefform, um über diese Dinge in einer Weise zu sprechen, die einem zwar den Atem anhält, aber auch deutlich macht, dass wir eben auch eine Konditionierung durchbrechen müssen und dass Philosophie und die Reflexion der menschlichen Erfahrung keine Sprechverbote verträgt. Unfreiwillig witzig ist ja, dass Grodek diese fiktiven Briefe mit dem Namen Patrick Troll zeichnet, aber das ist erst jetzt in der Neuzeit lustig geworden. Doch kommen wir zu dem Text selbst. Ich lese. Vierter Brief. Liebe Freundin, Sie haben recht, ich wollte von der Mutterliebe schreiben und habe vom Mutterhass geschrieben. Aber Liebe und Hass sind immer gleichzeitig da. Sie bedingen sich gegenseitig und weil von der Mutterliebe so viel geredet wird und jeder damit Bescheid zu wissen glaubt, hielt ich es für gut, einmal die Wurst am anderen Zipfel anzuschneiden. Im Übrigen bin ich nicht überzeugt, dass Sie sich schon einmal mit der Frage der Mutterliebe anders beschäftigt haben, als sie zu empfinden und einige Redensarten lyrischer oder tragischer Art anzuhören oder zu äußern. Die Mutterliebe ist selbstverständlich, ist jeder Mutter von vornherein eingepflanzt, ist ein eingeborenes, heiliges Gefühl des Weibes. Das mag ja sein, aber mich sollte es doch sehr wundern, wenn die Natur sich ohne weiteres auf das weibliche Gefühl verlassen hätte oder gar mit Empfindungen arbeitete, die wir Menschen heilig nennen. Sieht man näher zu, so lassen sich auch einige, wenn auch gewiss nicht alle Quellen dieses Urgefühls finden. Sie haben, scheint es mir, mit dem so beliebten Fortpflanzungstriebe wenig zu tun. Lassen Sie einmal alles beiseite, was über die Mutterliebe geredet worden ist, und sehen Sie sich an, was zwischen diesen beiden Wesen, Mutter und Kind, vor sich geht. Da ist zunächst der Moment der Empfängnis, die bewusste oder unbewusste Erinnerung an einen seligen Augenblick. Denn ohne dieses wahrhaftig himmlische Gefühl, himmlisch deshalb, weil der Glaube an Seligkeit und Himmelreich letzten Endes damit zusammenhängt, ohne dieses Gefühl kommt es zu keiner Empfängnis. Sie glauben das nicht und berufen sich auf die tausendfachen Erfahrungen des verabscheuten Ehebetts, der Vergewaltigungen, der Schwängerungen in bewusstlosen Zustand. Aber all diese Fälle beweisen nur, dass das Bewusstsein an dem Rausch nicht teilzunehmen braucht. Für das Es, das Unbewusste, beweisen sie gar nichts. Um dessen Empfindungen festzustellen, müssen sie sich an die Organe wenden, mit denen es spricht, an die Wollustorgane des Weibes. Und sie würden erstaunt sein, wie wenig sich die Scheidenwände oder die Schamlippen, der Kitzler oder die Brustwarzen um den Abscheu des Bewusstseins kümmern. Sie antworten auf die Reibung, auf die zweckmäßige Erregung in ihrer eigenen Weise, ganz gleich, ob der Geschlechtsakt dem denkenden Menschen lieb ist oder nicht. Fragen Sie Frauenärzte oder Richter oder Verbrecher. Sie werden meine Behauptung bestätigt finden. Sie können auch von den Frauen, die ohne Lust empfangen haben, die vergewaltigt oder bewusstlos missbraucht wurden, die richtige Antwort hören. Nur müssen sie zu fragen verstehen oder besser Vertrauen erwecken. Erst wenn der Mensch sich überzeugt hat, der, der fragt, ist frei von verachtenden Gedanken, macht wirklich ernst mit dem Wort, richtet nicht. Erst dann öffnet er die Pforten seiner Seele ein wenig. Oder lassen Sie sich von diesen geschlechtskalten Opfern männlicher Gier Ihre Träume erzählen. Der Traum ist die Sprache des Unbewussten und in ihm lässt sich mancherlei lesen. Am einfachsten ist, Sie gehen mit sich selbst zu Rate. Ehrlich, wie es Ihre Gewohnheit ist. Sollte es Ihnen noch nicht aufgefallen sein, dass der Mann, den Sie lieben, mitunter nicht fähig ist, eine Erektion zustande zu bringen? Wenn er an Sie denkt, steht seine Mannheit so kräftig zur Verfügung, dass es eine Lust ist. Und wenn er neben Ihnen ist, sinkt alle Herrlichkeit schlaff zusammen.
Das ist ein merkwürdiges Phänomen. Es bedeutet, dass der Mann wohl tausendfach und unter den seltsamsten Verhältnissen liebesfähig ist, dass er aber unter keinen Umständen eine Erektion bekommt in Gegenwart einer Frau, die diese Erektion verhindern will. Es ist eine von den tief versteckten Waffen des Weibes, eine Waffe, die sie unbedenklich braucht, wenn sie den Mann demütigen will, oder vielmehr das Unbewusste der Frau braucht die Waffe, so nehme ich an, weil ich nicht gern ein Weib solch bewusster Bosheit für fähig halte und weil es mir wahrscheinlicher ist, dass zur Verwendung dieses Fluidums, das den Mann schwächt, unbewusste Vorgänge im Organismus des Weibes stattfinden. Mag es nun so sein oder so, jedenfalls ist es ganz unmöglich, dass ein Mann ein Weib nehmen kann, wenn sie nicht irgendwie einverstanden ist. Sie tun gut daran, die Kälte der Frau zu bezweifeln und lieber an ihre Rachsucht und unausdenkbar heimtückische Gesinnung zu glauben. Haben Sie nie die Fantasie des Vergewaltigtwerdens gehabt? Sagen Sie nicht gleich nein, ich glaube Ihnen doch nicht. Vielleicht haben Sie keine Angst, wie so viele Frauen, und gerade angeblich kalte, allein im Walde oder in dunkler Nacht zu gehen. Ich sagte es Ihnen schon, Angst ist ein Wunsch. Wer sich vor der Notzucht fürchtet, wünscht sie. Wahrscheinlich, so wie ich Sie kenne, schauen Sie auch nicht unter die Betten und in die Schränke, aber wie viele tun es, stets in der Angst und in dem Wunsch, den Mann zu entdecken, der gewaltig genug ist, sie nicht vor dem Gesetz zu fürchten. Sie kennen doch die Geschichte von jener Dame, die, als sie den Mann unter dem Bett sieht, in die Worte ausbricht: Endlich, seit 20 Jahren warte ich darauf. Und wie bezeichnend ist es, dass dieser Mann mit einem blanken Messer fantasiert wird, mit dem Messer, das in die Scheide gesteckt werden soll. Nun, über all das sind Sie erhaben. Aber Sie waren einmal jünger. Suchen Sie nur nach. Sie werden den Augenblick finden. Was sage ich, den Augenblick? Nein, Sie werden sich einer ganzen Reihe von Momenten erinnern, wo es Sie kalt überlief, weil Sie hinter sich einen Schritt zu hören glaubten, wo Sie plötzlich in der Nacht in irgendeinem Gasthaus erwachten mit dem Gedanken: Habe ich auch die Tür verschlossen? Wo Sie fröstelnd unter die Decke krochen, fröstelnd, weil Sie die innere Hitze abkühlen mussten, um nicht zu verbrennen. Haben Sie nie mit Ihrem Geliebten gerungen, Notzucht gespielt? Nein? Ach, was sind Sie für eine Törin, dass Sie sich um die Freuden der Liebe bringen, und was sind Sie für eine Törin, dass Sie annehmen, ich glaube Ihnen. Ich glaube nur an Ihr schlechtes Gedächtnis und an Ihr feiges Ausweichen vor der Selbsterkenntnis. Denn dass ein Weib diesen höchsten Liebesbeweis, diesen einzigen, kann man sagen, nicht begehren sollte, ist unmöglich. So schön sein, so verführerisch sein, dass der Mann alles andere vergisst und nur liebt, das will eine jede, und die es leugnet, irrt sich oder lügt bewusst. Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, so suchen Sie, diese Fantasie in sich lebendig zu machen. Es ist nicht gut, mit sich selber versteckt zu spielen. Was gilt die Wette? Schließen Sie die Augen und träumen Sie frei, ohne Absicht und Vorurteil. In wenigen Sekunden sind Sie von den Bildern des Traumes gefesselt, hingerissen, so dass Sie kaum wagen, weiterzudenken, weiterzuatmen. Da ist das Knacken der Äste, der jähe Sprung und der Griff an die Gurgel, das Niederwerfen und das blinde Zerreißen der Kleider und die wahnsinnige Angst. Und nun fassen Sie den Menschen, der rast, ins Auge, fest und unbeirrbar. Ist er groß, klein, schwarz, blond, bärtig, glatt? Den bannenden Namen. Oh ja, ich wusste, dass Sie ihn schon kennen. Sie sahen ihn gestern oder ehegestern oder vor vielen Jahren auf der Straße oder der Eisenbahnfahrt oder auf dem Pfad dahinjagend oder beim Tanz. Und der Name, der Ihnen durch den Kopf schoss, macht Sie zittern. Denn nie hätten Sie geglaubt, dass gerade dieser Mensch Ihre tiefste Begierde weckte. Er war Ihnen gleichgültig? Sie verabscheuten ihn? Er war ekelhaft? Hören Sie doch hin. Ihr Es kichert über Sie. Nein, stehen Sie nicht auf, schauen Sie nicht nach Uhr und Schlüsselbund, träumen Sie von dem Märtyrertum, der Schande, dem Kind in Ihrem Schoß, vom Gericht und dem Wiedersehen mit dem Verbrecher in Gegenwart der schwarzen Richter und von der Qual zu wissen, dass Sie wünschten, was er tat und wofür er büßt. Furchtbar, unfassbar und unentrinnbar fesselnd. Oder ein anderes Bild, wie das Kind geboren wird, wie sie arbeiten und sich die Hände mit der Nadel zerstechen, während der Kleine sorglos zu ihren Füßen spielt und sie nicht wissen, wie ihn ernähren. Armut, Not, Elend. Und dann kommt der Prinz, der edle, herrlich Gute, der sie liebt, den sie lieben und dem sie entsagen. Hören Sie nur, wie das Es kichert über die schöne Geste.
und noch ein Bild, wie das Kind in ihrem Leib wächst und mit ihm die Angst, wie es geboren wird und sie es erwürgen, im Teich versenken und wie sie selbst vor dem dunklen Richtern als Mörderin stehen. Auf einmal tut sich die Märchenwelt auf, ein Scheiterhaufen wird gehäuft. Die Kindesmörderin steht darauf, an den Pfahl gefesselt und die Flammen lecken an ihren Füßen. Hören Sie nur, was das Es flüstert, wie es den Pfahl deutet und das züngelnde Feuer und wie es ihnen zuraunt, wessen Füße es sind, die ihr tiefstes Wesen mit der Flamme verbindet. Ist es nicht ihre Mutter? Das Unbewusste ist rätselhaft und zwischen Wald, gewaltig und Gewalt schlummern Engel und Teufel. Nur der bewusstlose Zustand. Wenn Sie Gelegenheit dazu haben, sehen Sie sich bitte irgendeinen hysterischen Krampfanfall an. Es wird Ihnen klar machen, wie viele Menschen die Bewusstlosigkeit bei sich hervorrufen, um die Wollust zu empfinden. Gewiss, es ist ein dummes Verfahren, aber schließlich ist alle Heuchelei dumm. Oder gehen Sie in eine chirurgische Klinik, sehen Sie sich ein Dutzend Narkosen mit an, da können Sie merken und hören, wie genussfähig der Mensch auch im bewusstlosen Zustand ist. Und dann nochmals achten Sie auf Träume. Die Träume des Menschen sind wunderliche Dolmetscher der Seele. Nochmals also. Ich nehme an, dass eine der Wurzeln der Mutterliebe der Genuss bei der Empfängnis ist. Ich übergehe nun, ohne dadurch ihre Wichtigkeit herabsetzen zu wollen, eine Reihe verwickelter Gefühle wie die Neigung zum Manne, die auf das Kind übertragen wird, den Stolz auf die Leistung, so merkwürdig es auch für unseren hochmögenden Verstand ist, dass man sich auf Dinge etwas einbildet, die wie die Schwängerung nur vom Es geleistet werden, mit dem, was wir als edles Werk anzuerkennen pflegen, also ebenso wenig zu tun haben wie Schönheit oder ererbter Reichtum oder große Geistesgaben. Das Weib ist eben stolz darauf, über Nacht durch so lustige Arbeit ein lebendiges Wesen geschaffen zu haben. Soweit also Georg Grodek. Das ist alles sehr heftig und versteht mich nicht falsch. Wenn dir bei dieser Lektüre der Hut hochgeht, ist es absolut legitim. Wenn ich über die Freiheit spreche, zu lesen, was ich möchte, so bedeutet das im Umkehrschluss nicht, dass ich alles hinnehmen muss, nur weil es das gedruckte Wort ist. Dieses Missverständnis ist heute allgegenwärtig. Gerade in den sozialen Medien verwechseln die Leute die Meinungsfreiheit mit dem Anspruch auf unerwiderte Aussagen. Ich finde schon, dass jeder sagen dürfen sollte, was ihm oder ihr am Herzen liegt, aber niemand kann für sich beanspruchen, dass dies unerwidert angenommen wird. Das ist ein Unterschied. Wer öffentlich krassen Unsinn von sich geben möchte, dem sei dies unbenommen. Aber niemand sollte zugleich erwarten, dass dies ohne Widerstand bleibt. Doch zurück zu Grodek. Seine Worte sind in tiefer persönlicher Überzeugung geschrieben, basierend aber auch auf klinischer und therapeutischer Erfahrung. Doch umgekehrt muss man dies nicht als eine Predigt annehmen, sondern kann hierzu seine eigenen Gedanken formulieren, zumindest wenn erstmal der unmittelbare Wutanfall abgeklungen ist. Wichtig ist zu verstehen, dass Grodek hier keine Neigung und keine sexuellen Deviationen beschreibt. Was ist eine Neigung? Nun, eine Neigung ist eine spezielle Disposition, welche die eigene Triebhandlung und somit auch Willensäußerung definiert. Und das ist ein altes Problem, das manche kennen, die von irgendeiner exzentrischen Neigung ergriffen sind. Ich würde das Problem als die Unterscheidung zwischen Libertins und Personisten bezeichnen. Der Libertin oder die Libertin im Desartschen Sinne ist eben jemand, der oder die sich grundsätzlich für Ausschweifungen interessiert und nach diesem Interesse das eigene Leben gestaltet. Und hierbei begegnen Libertins Menschen mit echten Neigungspersönlichkeiten. Beide Menschen können miteinander großartigen Sex haben und beide können umfassend auf den Fetisch oder das sexuelle Thema einzahlen. Das kann ein Rollenspiel sein oder irgendeine spezifische Praxis. Es ändert aber nichts daran, dass sie zwei unterschiedliche Menschen sind, die einen gemeinsamen Boden beackern. Und bleibt es bei wenigen Begegnungen, ist dies auch kein Problem, denn dann fallen die Unterschiede nicht so sehr auf. Doch sollten Sie den Fehler machen und zum Beispiel eine feste Beziehung eingehen, wird es schwierig, denn durch die wiederholte Auseinandersetzung mit der Neigung wird die libertine Person sich relativ bald langweilen, ja sogar mit Überdruss reagieren und vermutlich von dannen ziehen
um ganz andere Perversionen auszuprobieren. Während die Neigungsperson niemals ihre konkrete und teilweise sehr eng gefasste Sexualwelt verlassen kann, die BDSM-Szene beispielsweise ist voll von Geschichten und Anekdoten genau dieser Art. Wenn man auf eine BDSM-Party kommt, wo alle in Lack und Leder angezogen sind oder Masken tragen, bedeutet das nicht, dass sie alle aus demselben Holz geschnitzt sind. Manche sind dort, weil sie keine Wahl haben. Manche sind dort, weil sie in Wirklichkeit nur Touristen sind. Und als jemand, der jahrelang in der Hardcore-Pornografie gearbeitet hat, weiß ich, dass es mehr als genug Frauen gibt, die waschechte und äußerst unverdünnte Vergewaltigungsfantasien haben. Mir sind Frauen begegnet, die sich kaum Mühe machen würden, ein Masturbationskopfkino überhaupt erst im Gehirn anzuwerfen, wenn es nicht eine extreme Fantasie wäre, die in vollem Umfang auf diese Themen einzahlt. Hier ist natürlich auch eine Ironie, die überwunden werden muss, denn in heutiger Zeit, in der Gleichstellung und Identität miteinander zu oft vermischt werden und man eben, wie anfangs gesagt, den Unterschied zwischen einer männlichen und weiblichen Psyche allzu gerne aufheben möchte, da dieser Unterschied als a priori sexistisch angesehen wird, erschafft dies allerdings ein Problem. Denn dass Männer Vergewaltigungsfantasien passiver und aktiver Natur haben, ist unbestritten. Warum sonst sollte es tonnenweise Pornografie geben, die darauf einzahlt, egal aus welcher Perspektive? Wenn aber männlicher und weiblicher Geist nicht wirklich so arg unterschiedlich sind, würde es bedeuten, dass unter der Bettdecke auch bei Frauen solche Fantasien schlummern, was wiederum den Feminismus etwas in Verlegenheit bringt. Man kann es sozusagen nicht auf beide Arten haben. Aber an dieser Stelle ist es wichtig zu verstehen, dass das nicht das ist, was Georg Grodek sagt. Das ist, wo eben sich sein Text als extrem skandalös anfühlt. Denn Grodek beschreibt nicht, dass manche Frauen Vergewaltigungsfantasien haben, sozusagen als ein anekdotenhaftes Phänomen der Psychologie und eine exzentrische Neigung. Nein, er sagt in klaren Worten, dass auf der tiefen psychologischen, unbewussten Ebene des Es alle Frauen von einem Vergewaltigungstrieb beseelt sind. Und bei den meisten wird dies freilich erfolgreich verdrängt, da es gesellschaftlich extrem quer liegt, doch manifestiert es sich häufig in der Libido, in Träumen oder zumindest in irgendwelchen heimlichen Fantasien und Vorstellungen. Nun, braven und anständigen Menschen, aufrichtigen Bürgern, mag all das sehr suspekt erscheinen. Hierbei übersehen sie manchmal, wie oft beim Geschlechtsakt diese auf den ersten Blick harmlose Situation entsteht, bei welcher der Mann die Handgelenke der Frau festhält, in dieser fast schon klischeehaften Position. Und es scheint beiden sehr zu gefallen. Das ist auch nichts Schlimmes und die Welt geht davon nicht unter. Doch in Wirklichkeit ist es dieses gedämpfte Echo, das da aus dem düsteren Unterbauch unserer Existenz hallt. Und es ist eine Form von Gewalt, daran sollte kein Zweifel bestehen. Und es gibt im Einzelfall Frauen, die das kategorisch ablehnen und inmitten des Akts dies vielleicht unterbinden. Dies tun sie dann aber nicht instinktiv, sondern gänzlich intellektuell. Sie tun es, weil sie sich während der sexuellen Handlung ihrer Ideologie und ihrer Rolle in der Gesellschaft bewusst sind. Das aber wiederum ist keine gute Ausgangsposition, um Sex zu haben. Dabei ist es wichtiger, dass zwischen zwei intimen Menschen Vertrauen herrscht und nicht Ideologie. Eine Maxime, die nicht nur auf Sex anwendbar ist, sondern auch auf makroskopische Zustände wie zum Beispiel Politik. Vertrauen ist ein Thema, über das ich im Kontext der gegenwärtigen Weltlage viel nachdenke. Ich hoffe, es versteht sich von selbst, und eigentlich sollte ich es gar nicht aussprechen müssen, dass solche Überlegungen und Debatten in keinster Weise damit einhergehen, in der Welt da draußen Vergewaltigung schönzureden oder gar zu rehabilitieren. Das sollte verstanden werden. So wie das thematisch eng benachbarte BDSM keine Billigung oder Rechtfertigung von Folter, Prügelstrafe und Menschenrechtsverletzungen darstellt. Hier geht es um deutlich tiefer sitzendere Themen und Ideen. Es geht um dieses zweibeinige Lebewesen, das sich vor hunderttausenden Jahren aus dem Morast der darwinistischen Evolution erhob, also aus einer
biologischen Hemisphäre, die bei näherer Betrachtung nur von zwei Themen ergriffen ist, Sex und Tod. Und den Vermehrungsvorgang in der Natur als Sex zu bezeichnen, ist bereits ein kleiner Euphemismus. Wer jemals etwas mehr im Einklang mit der Natur gelebt hat, oder zumindest auf einem Bauernhof, weiß, dass alle Hühnereier durch Vergewaltigung entstehen. Ich dramatisiere das vielleicht etwas, aber Hennen werden nicht basierend auf Balzverhalten geschwängert. Nach einigen Monaten haben die meisten zerfledderte, kahle Stellen auf dem Rücken, dort, wo sich wieder und wieder die Krallen des Hahns hineingebohrt haben. Dies ist der Morast, dem wir entwachsen sind. Und wir haben den gewalttätigen Überlebenstrieb mit öffentlicher Ordnung ersetzt, mit Gesetz, mit Ethik oder zumindest einer Moral, mit einer Kleidung, welche die Provokation dämmt. Doch die Tiefenpsychologie, gerade jene der freudschen Art, spricht allerdings oft davon, dass das Tier noch immer da ist, nur eben tief unten, in unserem unbewussten Inneren. Und es ist nicht in einem dormanten Schlafzustand, sondern es ist sehr aktiv, aber eben in Bereiche zurückgedrängt, die schwer greifbar sind. Doch von dort, aus dieser psychologischen Unterwelt heraus, agiert das Tier in uns weiter und beeinflusst das Ich und tritt in Träumen und unkontrollierten Vorstellungen an die Oberfläche. Wir haben eben nur Tabus erschaffen, die gewisse Querverbindungen nicht zulassen. Dazu gehört auch die ständige Tendenz, die Mutter als ein Sinnbild von Reinheit und Unbeflecktheit anzusehen, vermutlich eine der absurdesten Ideen des Homo sapiens und eindeutig ein Beispiel für die unglaublichen geistigen Verrenkungen und Selbstlügen, deren wir fähig sind, um eine Welt zu erschaffen, in der wir Halt und Orientierung finden können. Es ist die Flucht in Illusionen. Und das war es dann wieder mal. Ich hoffe, ich habe erneut interessante Querverweise präsentiert, die dir ein wenig den Alltag bereichern werden. Die Welt ist ein verrückter, komplexer Ort, doch sie wird nicht dadurch besser und leicht verständlicher, indem wir uns selbst einfache Antworten geben, die allerdings zu keinem Zeitpunkt irgendeine Wirklichkeit beschreiben. Selbstlügen beweisen nur eins, dass wir die Gabe besitzen, uns selbst zu belügen. Nicht mehr und nicht weniger. Die Probleme und Rätsel dieser Welt sind leider nicht mit einer Plastiktüte voller Glückskekse zu lösen. Wer das glaubt, sollte besser auf Facebook, Instagram und Twitter bleiben, aber ganz sicher nicht die verbleibende Lebenszeit mit meinem Podcast verschwenden. Bis zum nächsten Mal. The Thief in the Temple. Escapism in the pre-apocalyptic era.